dann sagen wir alle bereit. Und danach machen wir noch zwei weitere Rennen, hatten wir ja gesagt. Wir machen noch Spanien und Monaco. Weil wir wollten Monaco heute unbedingt noch machen. Ja, unbedingt. Wir wollen nächstes Mal mit Monaco starten, damit der Scheiß direkt vorbei ist danach. Ich weiß, wie es endet. Jeder von uns ist da und wir sind einfach 45 Minuten weg und lassen die NPCs fahren. Oh, disconnect. Oh. Nee, du lässt einfach in diesem du lässt einfach in diesem automatisch Modus, lässt den NPC fahren. Ja, dann komme ich wahrscheinlich weiter vorne an, als wenn ich selber fahre. Ja. Ey, das ist richtig kacke. Das war jetzt gerade schon wieder in Russland so, dass wenn ich in Russland irgendwie beim Lenkrad die Steuerung übernehme, dann zieht er auf einmal richtig Richtung eine Seite. Das letzte Mal habe ich mir da halt, als ich jetzt mit Steffen trainiert hatte, hatte ich mir dort halt den Flügel angedatscht und war dann 20. Aber Russland, also wie gesagt, wenn ihr lila startet und wenn ihr ab der dritten Runde einen Flügeltausch machen müsst, könnt ihr dann mit Rot könnt ihr dann durchfahren. Wenn ihr halbwegs. Ich habe jetzt meine altbewährte Taktik angestrebt wieder. Das geht natürlich auch. Mal gucken, auf welchem Platz ich jetzt lande mit den roten Reifen. Fährt ja eh jeder andere auf lila. Außer maximal vielleicht ihr, aber. Nee, ich fahre auch lila. Das glaube ich eher weniger. Also ich mach das Qualifying eigentlich immer auf den schnellen Reifen. Ja, ich sag ja maximal andere Spieler, Real-Life-Spieler würden auch auf anderen fahren, aber die NPCs, die fahren ja immer auf den schnellen Reifen. Ja. Ausnahmslos. Oh Gott. Oh, diese Kurve habe ich total vergessen. Oh. Ich habe meinen Flügel kaputt gefahren. Oh. Jetzt schon, das ging ja schnell. Ja, aber du hast einen Rennen 9. Ja, aber das Qualifying ist halt. Ja. Aber also, wie gesagt, Dominik, ich glaube, ich bin in Russland halt vom 20. gestartet, habe in der dritten Runde meinen Flügel tauschen und bin dann mit Rot noch auf Platz 4 oder 3 gefahren. Mann! Oh. Ach, ich bin schon durch. Okay, welcher Platz war das? Ich bin ganz kurz hinterm Fiat. 3! Oh! Ach du Scheiße, mit roten Reifen auf 3 gefahren. In dieser ersten Halbrechtskurve bleibt da nicht in, wenn ihr einen NPC neben euch habt. Der schießt euch ab. Die können das nicht erkennen, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, bin in. Das passiert mir jedes Mal. Ich starte in. Also entweder links überholen oder hinter dem bleiben so lange. Dominik, die zweite und dritte Kurve sind richtig gut zum Überholen. Die erste, das was Steffen gesagt hat, da innen ist gefährlich. Aber die zweite und dritte Kurve sind richtig gut zum Überholen. Okay, haben wir die zwei Red Bulls vor uns. Das kann ja jetzt was werden. Hallo. Ah, Alonso natürlich hinten dran. Und Vettel natürlich direkt hinten dran. Was auch sonst. Tschüss, Alonso. Ey, hallo. Das ist Alonso. Alter, was macht ihr denn? Wollt ihr mich abschießen? Wunderbar. Ja, ich habe die Kollision verursacht, ist klar. Was ist denn hier los? Ja, was wohl? Das hast du doch gesehen. Ja, und mir hängt schon wieder einer am Arsch. Keine Ahnung, wer es ist. Ich bin vom kompletten Feld durch die Gegend geschoben worden. Ja, Alonso hat mich auch komplett raus. Also ich habe einen gelben Flügel. Ich habe einen orangenen Flügel. Oh, warte mal. Oder er ist fast weg. Oh, scheiße. Scheiße, da ist Chef. Okay, ich habe einen roten Flügel. Cool, damit ist Rennen gelaufen. Das darf man. Bacon schummelt wieder. Nee. Ich habe geschummelt, glaube ich. Oder die Rennleitung liebt mich, ich weiß nicht. Also da habe ich jetzt echt mit der Verwarnung, beziehungsweise, dass ich den zurück überholen lassen hätte müssen, gerechnet. Ich müsste theoretisch jetzt an die Box, ich bin aber tatsächlich überlegen, noch eine Runde weiterzufahren. Um einfach sicher zu sein, dass ich dann auf Rot durchfahren kann. Nein. Außerdem, ich bin schneller als Alonso. Alonso, du Hurensohn, echt. Nein. Also wirklich, ey, sorry. Der hat mich ohne Grund. Ich war vorne und hab halt schon ein bisschen gebremst. Dann muss man einem nicht die ganze Zeit von der Seite rein donnern. Kann man aber. Okay, ich muss jetzt nur in die scheiß Boxengasse kommen, ohne dass was passiert. Auf welchem Platz bist du? Ja, letzter. So. Was hast du denn gedacht? Du, ich habe
wie gesagt, ich wurde einmal von dem kompletten Feld über die gesamte Geraden geschoben. Ja. Ich bin einmal komplett durchgeboxt worden von allen. Aber ich habe die Kollision verursacht, möchte ich übrigens gesagt, mal gesagt haben. Sagt das Spiel. Wenn du nicht da gewesen wärst, dann hätte es ja gar keine Kollision gegeben. Wie gesagt, ein früher Boxenstopp, wenn du... Achso, du bist auf Rot gestartet, ne? Ich bin auf Rot gestartet. Ah, scheiße, ja. Das ist natürlich dann richtig übel. Weil ich werde jetzt entweder nach dieser, vielleicht auch noch nach der nächsten. Ich guck einfach mal, wie ich... Oh! Alonso und Van Dorn sind mit mir zusammen am, ja, am Boxenstopp. Das ist schön. Alonso hat dann wenigstens einen auf die Fresse gekriegt für die Aktionäre. Ja. Ja, Alonso hat mich ja auch mitgezogen. Also ich bin momentan überlegen, ob ich mit dem roten Flügel sogar noch ein bisschen weiterfahre. Weil, also aktuell hole ich auf die NPCs, die vor mir sind, was Grosjean und, keine Ahnung, ich glaube Bottas ist davor. Also ja, Wushi, ich wurde von allen ziemlich durchgeboxt, aber es hat keinen Spaß gemacht, glaub's mir, es war echt scheiße. Stehst du normalerweise auf sowas? Nee, nicht auf die Art. Okay, das ist... Okay, also es gibt auch in Russland Kurven, da kannst du eine Verwarnung kriegen, weil du sie zu stark abkürzt. Ja, ja, hab ich schon. Upsi, gelber Flügel, ich habe einen rausgeboxt. Ja, danke schön. Box nur mal weiter, dann kann ich wieder ein bisschen nach vorne kommen. Das ist meine Taktik jetzt halt voll für den Arsch aufgegangen eben. Also tatsächlich, Steffen, du bist Erster wahrscheinlich, oder? Ja. Du musst nachher mal sagen, wenn du an die Box gehst, weil ehrlich gesagt, ich fahre momentan besser als die Autos vor mir. Dann sehe ich das gerade noch nicht ein, an die Box zu gehen. Ich musste jetzt halt leider an die Box, weil mein Flügel war de facto so gut wie nicht mehr vorhanden. Ja. Und Dominik ist ja vorne auch mit dem ledierten Flügel, ne? Jo. Deiner ist noch gelb nur, ne? Ja. Ja. Ah, meiner war halt dunkelorange. Ja, meiner ist auch dunkelorange, aber schon eher rötlich. Da ich ja eh in der fünften rein soll, ja, fahre ich dann jetzt halt durch. Ja, bin ich momentan auch im Überlegen, solange ich halt noch schneller bin als sie vor mir, versuche ich halt jetzt gerade noch ein paar Plätze gut zu machen. Ich fahre jetzt halt nur Standard und nicht fett, damit ich nachher vielleicht noch ein bisschen, obwohl ich habe jetzt noch mal plus 2,6 Runden habe ich, weil ich packe mir ja momentan ja meistens ein bisschen mehr Benzin rein. Uiuiui, das war ein Schlenker, ey. Der hätte auch in die Hose gehen können. Strategie ändern. Okay, ja, jetzt sagt Jeff auch, ich soll in der vierten rein, statt in der fünften. Das werde ich auch, glaube ich, machen. Jeff, ich habe gesagt, ach egal. Jeff, ich habe gesagt, ach egal. Ja, jetzt hat mich Bottas eben gerade schön touchiert und direkt danach, keine Ahnung, ach, Grosjean. Okay, gut. Grosjean durfte das auch. Ja, den... Ja, okay. Das dürfen mit anderen nicht. 3 Sekunden. Ja. Das war gar nicht so clever, den jetzt gerade zu überholen, weil jetzt hat er DRS, ne? das war vielleicht nicht so gut. Der muss auch gerade eben DRS gehabt haben. Also mit DRS ziehen die mich halt jetzt halt ab, weil ich halt zu niedrigen Speed habe. Und die sind ja gleich sowieso erstmal dann alle weg. Also ich werde ja sicherlich dann eher so 9., 10. rum mich einsortieren, wenn alle dann Boxenstops gemacht haben. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich sogar noch weiter hinten. Und wie gesagt, 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, die habe ich auch. Ich frage mich, ob ich wirklich so schlecht fahre. Jo. Ich fahre auf Ultrasoft. Ich fahre mit Fett. Ja. Der Alonso zieht weg mit roten Reifen und der Van Dorn kommt ran mit roten Reifen. Ich verstehe es einfach nicht. Dann fährst Weil du. So schlecht fahre ich eigentlich gerade die ganze Zeit gar nicht. Dann musst du aber gerade nicht sonderlich gut fahren. Das Spiel ist verbuggt. Schreib ein Ticket. Boxenstopp. Bei dem Spiel sind jede Tickets zu spät, bei den gesamten F1-Spielen. Naja, ich bin jetzt einmal gespannt, ob sie F1 2019, ob es denn jetzt eine F1 2020 geben wird. Obwohl muss sie ja wahrscheinlich für die ganzen E-Sportler, ne? Ey, Vettel. Geht so, Wushi. Also ich fahre relativ okay eigentlich für meine Verhältnisse.
Und trotzdem kriege ich es gerade nicht geschissen. Ich habe heute, glaube ich, auch einfach kein Glück noch mit dazu. Fährt da einer von euch an die? Ach, Shadow fährt an die Box, ne? Ja. Okay, gut. Ach, Gott sei Dank. Hier in Russland. Ich habe mir ein Fett alles kaputt gefahren. Oh, jetzt mehr als orange? Naja, aber ne, war immer noch gelb, aber mache ich halt einen Undercut. Weil Pferdle hat mich gerade überholt. Ja. Dann habe ich halt böse zurück überholt. Oh nee, jetzt ist Shadow wieder vor mir. Ich habe Angst. Um uns beide. Ich mag dich, Shadow. Aber fahr gut. Oh Mann. Fahr vernünftig. Oder fahr wenigstens gleich in die Wand. Hey, immerhin nicht 20. Weil Alonso, der Arsch. Der Puter, der Marter. Ja, da wäre eh noch ich und Van Dorn. Bevor du 20. wärst. Geil, das hatte ich ja noch nie, dass Jeff gesagt hat, wir sind 3 Runden über Planziel, verbrauchen mehr Sprit. Okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Nein, Jeff, ich komme noch nicht an die Box, meine Reifen sind noch zu gut. Ja, und ich finde ja auch immer, gerade wenn du Erster bist, bleib lieber einen Tick länger draußen als die hinter dir, weil die Computer gehen meistens später an die Box. Und dann hast du weniger Verkehr. Dann hat dich vielleicht der eine dann überholt, aber das ist einfacher, den dann zurückzuholen, als irgendwie anderthalb. Das ganze Feld. Ja. Also meine Hoffnung ist ja, und ich glaube, so ist es momentan auch, dass vor Shadow wahrscheinlich erstmal gerade aktuell viel Platz ist. Und wir werden vermutlich erst nach den Boxenstops auch wirklich wieder an Leute rankommen. Ja. Und da habe ich momentan nichts gegen, dass ich jetzt mit den frischen Reifen halt ziemlich lange erstmal fahren kann, ohne mich um Überholmanöver gerade zu kümmern. Obwohl, es könnte theoretisch ab jetzt... Was mich jetzt halt richtig nervt, ist, dass ich halt noch ein zweites Mal in die Box muss. Ja. Und dann die roten wieder aufgezogen krieg. Nee, du kannst nochmal Supersoft nehmen. Ich kann nochmal Supersoft... Ah, ja, stimmt. Ja, musst du nur vorher einstellen. Also, falls es nicht eh schon von Jeff dann so geplant ist. Ja, die nächsten Reifen sind US. Ultrasoft. Ach ja, Ultrasoft, ja, genau. Entschuldigung. Genau, aber das geht. Sind SS. Du musst ja nur einmal... Steht ja auch oben links. Du musst nee, Vettel ist wieder vor mir. Ja, bei mir ist Grosjean wieder da. Scheiße, was hat denn der dann gerade die ganze Zeit gemacht? Hat er irgendwie an seinen hat er sich gerade an den Eiern gekratzt oder sowas? Weil ich meine, ich habe einen Flügelwechsel, den hat er nicht. Ja, ich meine. Die Vorstellung ist gerade echt, naja. Ich meine, also, nein, der ist ja auch ein toller Fahrer. Es sind ja sowieso eigentlich alles tolle Fahrer. Aber. Außer Vettel. Da bin ich dagegen. Aber ich frage mich, was er halt gemacht hat. Beziehungsweise, es spricht halt Bände, wie viel schneller wir hier teilweise sind als die NPCs. Weil, wie gesagt, ich bin 4 Runden mit einem roten Flügel quasi gefahren und ich habe Plätze gut gemacht. Oh, und ich habe DRS auf Vettel. Wow, hat keiner gesehen. Ah, scheiße. Das war böse. In dieser Kurve noch nicht, Armin. Das war böse. Aber es hat gezählt und ich muss ihn nicht wieder zurück überholen lassen. So weit innen über die Curbs geflogen beim Überholen und ihn noch weggestummt und es hat keine Verwarnung und nichts gegeben. Dominik, du hast ein bisschen Zeitvorsprung wieder mehr vor mir, weil das Überholen vom Vettel, da hatte er was gegen und irgendwie hat er mich ziemlich gebremst und ich ihn scheinbar auch. Okay. Ja, aber das ist ehrlich gesagt gerade aktuell schon mal ein Platz, mit dem ich ganz gut leben kann. Nach meinem Fehler, also ja, vor allem nach Alonsos Fehler. Weil das kann diesmal, also selbst wenn mich einer von euch danach noch gerammt hat, die Aktion, die ganze Kacke fing ja an mit der Scheiße, die Alonso da gebaut hat. Okay, ich gehe jetzt an die Box. Ja, du, ich war ja schon lange, ich fahr durch. Nicht unbedingt wegen meiner Reifen, aber ich habe gerade genug Vorsprung, finde ich. Und ja. Dann ist das erledigt. Nein, hat keiner gesehen. Wushi hat's direkt geklippt. Schön. Natürlich.
Ja, auf manche Leute kann man sich verlassen. Ah ja, mein Flügel hat immer noch keinen Schaden genommen. Wie kann das sein? Nach den Aktionen, die ich hier gerade vor mich hintreibe hier, das ist ja abnormal. Puh. Ich glaube, ich kann, das ganze Rennen aus dem Fett durchfahren. Wo ist dieser Hamilton? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, dann bald schon den ersten eben wieder egal. Ist er vielleicht auch in die Box? Jetzt habe ich zu viel gewollt. Scheiße. Steffen, ist Hamilton vielleicht auch einfach in die Box gefahren hinter dir? Oh, keine Beschädigung? Wer auch immer drüber war, da wurde mir mal gezeigt, 40 Sekunden hinter mir und als ich aus der Box raus bin, da kam Hamilton gerade erst auf die letzte Gerade quasi. So. Nimm das Spiel, schnellste Runde. Okay, ich habe nur 2 Plätze verloren. Krass. Habe ich den Kwiat abgeschossen komplett? Was ist da gerade passiert? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur Benjamin Blümchen gehört. Ja, weil ich, was, Red Bull getrunken? Nee, Fjalk und Bacon fahren Red Bull, nicht ich. Ja, aber ich trinke kein Red Bull. Also das mache ich wirklich nicht, weil ich kriege von Red Bull solche Kreislaufprobleme. Ich habe Cappuccino getrunken. Alter Vater, ich habe nicht gerafft, was da gerade passiert ist. Ich habe nur zu viel gewollt, habe mich rausgedreht, bin an irgendeinem hängen geblieben, habe aber nur 2 Plätze verloren, mein Auto ist noch komplett heile und Kwiat ist raus. Ich das richtig gesehen habe. Also wenn du Dritter werden möchtest im Rennen, ne? Dann musst du mich vorbeilassen und dann musst du danach dann den vor dir noch überholen. Weil so wie du gerade fährst, wirst du mich nicht mehr ewig hinter dir halten. Ach so, wenn meine Flügel nicht kaputt gehen. dieser ja, dann überholen. Nee, ja, gib Gas, gib Gas. Also ich bin noch, ich krieg zwar jetzt schon DRS, aber... rechts hinter der ersten Schikane. Das müsste Kwiat sein. Müsste eigentlich Kwiat gewesen sein, wenn es ein blaues Auto war. Ich konnte das gerade nicht so sehen, vorbeifliegen. Okay. Ich habe mich schon darauf konzentriert, da nicht zu nah ranzukommen. Bei Kwiat ist nämlich dann auch direkt von 15 auf 20 runtergesprungen. Also der müsste komplett raus sein eigentlich. Ich glaube, der hat sich auch nicht mehr bewegt. Okay, ich würde jetzt vorbeiziehen, ja. Oh, Kacke. Naja, gut. Scheiß der Hund Danke. Drauf. Ich lerne es nie bei dieser Kurve. Aber ich hole Hamilton ein und vielleicht kriegen wir den ja noch klein. Okay, den Clip muss ich mir nachher nochmal angucken, was da jetzt genau passiert ist. Fährst du fett oder fährst du normal? Ich fahre aktuell fett. Okay, krass, dass ich dann dich so aufgeholt habe. Oh, ich mag hier nicht sein. Oh, ich mag hier nicht sein. Das ist mir hier alles zu eng. Das war scheiße. Ja, eng. Toll, und dann unerlaubtes Überholmanöver. Wieso denn? Ah. Upsi. Ja, hallo Jeff. Ich sollte benutzen. Vor allem, ich bin hier voll am Kämpfen gerade, die ganze Zeit mitten im Feld. Eigentlich nützt es mir überhaupt nichts, wenn ich nochmal an die Box muss und ständig so einen Scheiß hier mache. Dominik, ist was bei dir kaputt, oder? Nö. Achso. Ich fahre einfach nicht gut. Ach, nur weil du gesagt hast, hallo Jeff. Und hallo Jeff sagt man ja meistens, wenn Jeff einem sagt, so, Ach so, ja, das auch. Mit 3 Sekunden ist vorbei. Ich hab ein bisschen böse abgekürzt. Ach so, ja. Ich habe auch schon wieder eine Verwarnung bekommen. Man muss sich jetzt auch langsam aufpassen mit den Verwarnungen. Naja, ich habe schon eine 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich kann nichts dafür. Wieso bist du auf einmal komplett dran? Ich hatte doch gerade eben richtig Platz zwischen mir und dir. Ja, ich denke mal, der vor dir hält dich ein bisschen auf, ne? Ja, und ich habe gerade so ein bisschen... Bisschen Bedenken. Angst. Hemmend. Ja, nein, also nicht gar nicht wegen dir gerade. Wolltest du aber. Nee, ich habe gerade eher Bedenken wegen Hamilton, aber das war jetzt eigentlich genau die Kurve, wo ich ihn haben wollte. Und du ihn scheinbar auch. Ja. Und da flog außer irgendein Teil. Bei den Flügel aber allein. Achso, ja, gemacht. Ich wollte sagen. Du musst keinen Boxenstopp mehr machen. Du hast ihn rausgeschubst, dann kam er zurück und bumps. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eben dann nämlich in die nach hinten Kamera kurz geguckt und da flog was weg.
Gut. In einer Kurve 3 auf einmal überholt. Das war nice. Aber Dominik, wenn du... Und gleich kommt wieder... Ja, wahrscheinlich gleich kommt wieder Benjamin Blümchen, dann ist vorbei. Ich müsste jetzt nur noch Massa holen, dann wäre ich in den Punkten wieder. Oh. Und der ist eigentlich auch relativ nah dran. Das kann in 3 Runden was werden. Vor allem, wenn ich keinen Boxenstopp mehr machen muss, wie ich gerade rausgefunden habe. Mark, kannst du durchfahren? Ich muss mir um Bacon keine Sorgen machen. Der hat wahrscheinlich eine Zeitstrafe. Ja, 3 Sekunden habe ich. Außerdem... Ja, stimmt. Oh, ich muss ja auch noch 3 Sekunden rausfahren. Ja, aber das war ich nicht sicher. Ja, nee, das kann man beim eigenen Team. Das dürfen die dir auch nicht sagen. Nee. Du hast doch aber auch, glaube ich, richtig Vorsprung. Devil, vielen Dank für deinen Horst, das sehe ich jetzt erst. Ich kann leider ein bisschen schlecht rübergucken, immer beim Formel 1 fahren. Was, das geht immer besonders gut in den Kurven. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, wieder mal, fast. Oder auch, wenn du ganz nah an jemandem dran bist, kurz vor der Kurve solltest. Gute Idee. Ah, ich glaube, das werde ich eh nicht mehr schaffen, in die Punkte zu kommen und auch in den Punkten zu bleiben, weil dann müsste ich jetzt Massa noch einholen, überholen und 3 Sekunden auf ihn rausfahren. Das Gute ist, ich habe jetzt ja Dominik als Puffer zwischen mir und Hamilton. Das finde ich gerade gut, weil ich muss ja theoretisch auf den Mann nach mir 3 Sekunden rausfahren. Ja, auf mich musst du ihn nicht rausfahren. Ja, ich weiß, aber ich hoffe ja, dass ich nachher ein bisschen mehr als 3 Sekunden vor Hamilton habe. Stimmt, der ist ja. Ja, da muss ich noch was machen. Ich bin auch nochmal wieder fett. Aber es könnte sein, dass ich den... Oh, krass, was ist mit den Reifen los? Die kriegen hier überhaupt gar nichts. 12%, 14%. Ich fahr doch mit denen schon jetzt irgendwie 8 Runden. Mein höchster Reifen ist gerade auf 39. Und ich fahre die schon seit der ersten, also zweiten Runde. Und das sind bei dir, ja, und wie gesagt, du fährst lila, ne? Ja. Ich fahre die roten halt. Und das wundert mich doch schon, dass ich jetzt so wenig. Aber wie gesagt, das hatte ich ja gesagt. Das hatte ich, als ich mit Steffen das Rennen hier getestet hatte, hatte ich ja genau das Gleiche, dass ich auch recht früh an die Box war. Das kann wahrscheinlich sein, dass das sich hier auf der Strecke einfach nur bei langen Runden, also bei langen Rennen wirklich äußern würde mit den Reifen. Ich weiß nicht, was wir hier gerade fahren, vielleicht einfach zu kurz ist. Nee, aber du kriegst ja sonst auch auf den kurzen, der Reifenverschleiß ist ja jetzt sehr höher, als wenn du, also würdest du ein 50% Rennen fahren, hättest du geringeren Reifenverschleiß pro Runde. Weil das rechnen die schon eigentlich, glaube ich, halbwegs genau um. Ich glaube einfach, also und du hast hier halt auch nicht so viele so richtig krasse Kurven. Also so richtig krasse Kurven, also wie in China da diese S-Schneckenkurve oder wie in Bahrain diese 280 Grad Kehren und sowas. Und in China hast du ja auch noch so eine. Ja, vor allem hast du keine, nicht wirklich viele Kurven, wo du lange beim Raus, wo du schon früh beschleunigst beim Rausfahren. Da hast du eigentlich so in Sachen krasse Kurve hast du ja eigentlich nur die eine große ja. Und das war's. Und ich habe ein Massa, ich bin auf Platz 10! Fahrer hinter mir? Jetzt muss ich 3 Sekunden auf ihn rausfahren. Um noch in den Punkten zu bleiben. Okay. Kein Scheiß jetzt mehr bauen hier. Ich muss mir bezüglich Dominik keine Sorgen machen, das sind über 3 Sekunden. Ich habe Sorge, wie viele hinter mir in meine 3 Sekunden einrutschen. Ja. Auf welchem Platz bist du denn eigentlich? Erst auf 3. Dritter. Aber da überholt mich gerade Hamilton. Echt? Toll. Habe ich zurückgeholt. Okay, jetzt kann ich kein Fett mehr fahren. Ja, ich stelle es auch mal runter. Ich habe nur noch 0,16. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, damit jetzt Massa auf 3 Sekunden wegzuhalten. Ja, ich habe auch nur noch 0,1 irgendwas. Und wie gesagt, ich habe auf Dominik ja auf jeden Fall oder auf Hamilton oder wen auch immer genug. Ja, ich werde 100 pro wieder Minimum auf 11 runterrutschen. Es könnte sogar sein, dass ich auf 12 runterrutsche, wenn ich das gerade so sehe. Ja, da war es in dem Fall vielleicht nicht so gut, dass du mit den roten Reifen gestartet bist. Weil ja gut, wer hätte denn ahnen können, dass so ein Scheißdreck mal wieder direkt in der ersten Runde passiert. Ja, obwohl eigentlich... Wie gut sollte man bei F1 eigentlich immer ahnen, aber okay. Ja, eigentlich sind die ersten Runden vor allem meistens mit die gefährlichsten, weil da das Feld ja noch so nah beieinander ist. Natürlich kann später auch mal noch was passieren, aber das ist dann meistens ja auch später häufig dann auch eigene Schuld, wenn man zu viel wollte oder so ein Kram.
Ja, da hatte ich ja auch einen davon. Einen schönen Rausflieger. Kurz, naja, gut, sagen wir mal kurz Rausdreher. Und bei der allerersten Karambolage, wo ich dann auf 20 gelandet bin, musste ich ja auch hier wenden in drei Zügen, wie es der Fjallik vorhin so schön gesagt hat. Dreimal zurücksetzen, bis ich mal wieder on pace war. Das war nicht so dolle, aber gut. Ja, nee, schaffe ich nicht. Das ist durch, das ist durch. Ja, ich muss sagen, also für Fjall, für dich läuft die Saison ja eigentlich ganz gut. Ja, drei Rennsiege. Warte mal, ich weiß auch nicht, was los ist. Yeah, Red Bull Doppelsieg. Ja, muss ja auch mal wieder was für die Teamwertung tun. Das sind im Leben keine drei Sekunden, die ich dazu mache. Shadow geht auf 4 und bleibt auf 4. Ja, aus der Stormy. Ah, was ein Glück. Raikön 0,6 Sekunden hinter mir eingerechnet. Mhm. Aktuell hat Stormy außer mehr als 3 Sekunden auf Massa Vorsprung. Ja. Mhm. Das sieht gut aus. 3,9. 4,1. Oh, oh. Jetzt sehe ich nichts. Oh. Jui, da war noch ein schöner Unfall. 10! Gratuliere, Stormy. Punkte! Dann hast du ja noch, hast du ja noch genug Zeit auf den netten Herrn Massa herausgefahren. Was ein anstrengendes Rennen. Oh, guck mal, ein Fjallik mit Schnauzbart. Ja, okay, im echten Leben. Ja, voll der Schnauzbart. Ja, gestern noch. Also, so, dann war wieder 4-5 Tage nicht raus. Nee, weil der geht ja eigentlich immer Tage zum Barbier. Wegen dem Bart, aber es geht ja aktuell nicht. Krass, Steffen, du hast 32 Punkte schon Vorsprung. Oder 45 halt auf. Ja, also Konstrukteurswertung werden mehr als doppelt so viele Punkte wie das nächste Team. Ja, wir kommen näher an Ferrari ran. Da bin ich wieder von 5 auf 8 runtergeflutscht. Team Red Bull, yes.